Ich habe mich wieder an eine neue Shampoo-Bar rangetraut. Das ist die Shampoo-Bar von Wolkenseifen. Wolkenseifen kennt man bisher eigentlich ganz gut über die Deo-Cremes. Und wie das hier bei mir funktioniert hat, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Ich stelle hier auf meinem Kanal gerne feste Shampoos vor, weil ich eben auch eine Alternative zeigen möchte zum typischen Shampoo in der Flasche. Klar funktionieren diese Shampoo-Bars immer so ein bisschen anders. Das hier war wirklich schwierig. Von Hass bis Liebe. Momentan Liebe, muss man sagen, aber es ist nicht einfach zu handeln. Dieses Shampoo würde ich niemandem ans Herz legen, der noch keine Erfahrung mit festen Shampoos hat. Weil eben Himalaya-Salz in dem Shampoo enthalten ist. Deswegen sieht es auch so ein bisschen gräulich aus. Es ist Henna enthalten und es ist Vulkanerde enthalten. Wie bei dem Shampoo von L'Amazzonas hinterlässt es halt doch so ein bisschen so ein Grip in den Haaren und das mag nicht jeder. Und wenn ich dieses Shampoo zu oft verwende, ich habe am Anfang Schwierigkeiten gehabt, meine Haare damit zu reinigen. Ich habe einfach gemerkt, ich muss die Haare ein bisschen besser spülen. Meistens mache ich so einmal waschen, dann spüle ich das jetzt nicht hundertprozentig aus und wasche nochmal drüber und dann erst 100%. Und das darf man bei dem Shampoo nicht machen. Also du musst gleich richtig gut ausspülen und beim zweiten Mal nochmal richtig gut ausspülen. Dann hast du auch alles aus den Haaren draußen. Durch das, dass ich eben Heilerde auf die Kopfhaut tue, weil ich stark fettende Haare halt einfach habe, möchte ich halt eben am fünften Tag schon, dass das halt draußen ist. Und da hatte ich meine Schwierigkeiten am Anfang, wegen der Reinigungskraft. Aber ich bin dran geblieben. Ich habe das extra nur an einer Seite abgebraucht, dass ihr einfach seht, wie viel ich da schon verbraucht habe. Ich verwende das jetzt etwa anderthalb Monate oder so. Es ist ein bisschen weniger wie die Hälfte ist weg. Durch das, dass ich eben, wie gesagt, Heilerde als Trockenshampoo verwende. Und die möchte ich halt einfach am fünften Tag komplett vom Kopf haben. Sollte man auch am besten machen, wenn man so vorgeht. Und ja, die Haare sind halt da nicht so weich. Aber das wird auch auf der Homepage beschrieben, dass es eben stärkend fürs Haar wirkt. Ich habe ja eher feines Haar, aber ich habe viele Haare und da passt es eigentlich ganz gut. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, dass ich verstehen kann, wenn man mit dem Shampoo, wie gesagt, nicht zurechtkommt und dieses Gefühl nicht so ganz gerne mag, weil es ist je nach Tagesform bei mir auch so, wenn ich frisch mit dem gewaschen habe, dass ich schon so ein bisschen das Gefühl habe, ich hätte die Heilerde nicht hundertprozentig rausbekommen, aber das sind halt, wie gesagt, die Rückstände von dem Shampoo. Die Inhaltsstoffe haben es dann bei mir irgendwie geschafft, dass sich meine Kopfhaut komplett beruhigt hat. Aber deswegen habe ich das auch gekauft, wegen der Henna, weil ich von Henna einfach wusste, dass Henna bei mir eine positive Auswirkung auf die Kopfhaut hat. Als ich damals noch meine Haare gefärbt habe, war es einfach auch jedes Mal so, dass meine Kopfhaut total in Ordnung war danach. Und da ich jetzt halt einfach nicht mehr mit Henna färbe, dachte ich mir, jetzt probieren wir es einfach mal als Shampoo. Henna färbt nicht immer. Es gibt eine spezielle Henna, die einfach nur zur Haarpflege da ist und da hast du dann hinterher keine Rückstände im Haar. Es ist wie gesagt schon so, dass dein Haar so ein bisschen gestärkt ist davon. Und du kannst natürlich aus einem feinen Haar jetzt kein dickes Haar machen, das ist ganz klar. Von dem her, wie gesagt, jemand, der noch keine Erfahrung mit festen Shampoos hat, man weiß ja vom festen Shampoo immer, dass es einfach ein bisschen anders wirkt wie das flüssige Shampoo, dem rate ich nicht zu nehmen. Anscheinend sind die anderen von Wolkenseifen ein bisschen leichter zu handeln. Grundsätzlich sagt man, ja, oder diese Erfahrung habe ich dann einfach auch jetzt gemacht, dass unterschiedliche Hersteller ihre Shampoos immer ein bisschen anders machen. Also so ein generelles, ich kann mit festen Shampoos nicht, weil das funktioniert bei mir nicht, kann man so nicht sagen. Ne? Aber das ist wirklich das Schwierige aus der Serie, weil ja, ich eben auch am Anfang so schon auch, die Haare waren strähnig. Ich habe mir auch gedacht, so direkt nach dem Haare waschen,
wie frisch gewaschene Haare sieht das nicht aus, aber es lag halt, wie gesagt, an mir, dass ich das halt nicht vernünftig ausgewaschen habe. Das ist auch so ein kleines Handling mit dabei, was man halt einfach berücksichtigen muss. Ich werde dir an der Stelle jetzt mal die Inhaltsstoffe einblenden, die vollkommen in Ordnung sind. Ihr fragt mich immer, wie diese Produkte riechen. Das ist jetzt nicht das Duftstofffreie. Da gibt es, glaube ich, eins. Bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Da hat mir eine Abonnentin hat mich darauf hingewiesen, dass es da irgendwie eins geben soll. Und warum ich das nicht genommen habe. Eben feines Jahr. Ich habe halt feines Jahr. Und da wollte ich echt mal das hier probieren. Und ich bin tatsächlich so weit, dass ich sage, das könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das nachkaufe. Aber mit 9,50 Euro ist es halt schon ein bisschen teurer. Na, also du bekommst es halt nicht direkt so im freien Handel. Das ist schon um einiges bequemer, wenn man irgendwie zu DM geht und sich da ein festes Shampoo kauft. Aber ich möchte halt trotzdem immer noch diesen Blick ins Internet wagen. Gerade so kleine Online-Shops. Wolkenseifen ist jetzt ein bisschen der größere, der kleineren Online-Shops. Der bietet ja inzwischen schon einiges an. Und kauft mir da auch ganz gerne Produkte, weil so handgefertigte Sachen immer noch einen gewissen Clou haben. Duftmäßig würde ich sagen, es riecht leicht orientalisch. Also wer Henna eben auch kennt, der weiß das. Also wie Henna direkt riecht es jetzt nicht. Aber es riecht leicht orientalisch und durch das können es auch eure Männer verwenden. Also da gibt es überhaupt keine Probleme. Es ist überhaupt kein floraler Duft, es ist eher sowas, bisschen sowas Hölziges. Riecht nicht besonders stark, also wer duftstoffmäßig da Probleme hat, der lässt einfach das Shampoo eine Weile lang draußen liegen. Diesen Tipp gebe ich immer wieder. Einfach draußen liegen lassen, die duften mit der Zeit so ein bisschen aus. Die ganze Geschichte kommt in Zero Waste bei euch an. Diese Verpackung ist einfach mega süß. Das liebe ich halt einfach auch an Wolkenseifen, dass die halt eben so Wert auf die Verpackung legen. Und auf jedem festen Shampoo, was halt für einen anderen Haartyp gut ist, ist irgendwie ein anderer Kopf drauf. Und das finde ich mega niedlich. Mit 9,50 Euro leider, wie gesagt, etwas höherpreisiger. Und man überlegt sich halt schon im Vorhinein, geht das für mich oder geht das nicht? Ich finde bei Sauberkunst beispielsweise, um diesen Vergleich zu ziehen, finde ich es ganz cool, dass die eben Proben davon anbieten. Aber was Wolkenseifen beispielsweise macht, als wenn du schon eine andere Sache irgendwie bei Wolkenseifen bestellen möchtest und du noch keine Erfahrung mit dem Shampoo hast, kannst du da auch bei der Bestellung in so ein Feld reinschreiben, dass du gern ein Stück von dem Shampoo hättest beispielsweise. Ich kann mir vorstellen, dass sich da was machen lässt. Generell bieten sie keine Proben an von den Shampoos, aber es ist schon mega geschickt. Und das macht dich ein bisschen sicherer, wenn du eine kleine Probe von einem Shampoo hast und da erstmal ein bisschen rumprobieren kannst, wie deine Haare darauf reagieren. Ja, da rate ich generell Unternehmen grundsätzlich immer dazu, dass die da so ein bisschen in der Richtung handeln. Ich mag es, obwohl das anfangs für mich ein total schwieriges Produkt war und ausschlaggebend ist tatsächlich meine Kopfhaut, die einfach komplett beruhigt ist. Komplett. Mir juckt nichts. Die ist total glatt. Ich hatte früher ja immer wieder Probleme mit der Kopfhaut. Durch das Pilleabsetzen hatte ich dann leider auch eine Pilzinfektion. Das ist alles weg. Das ist alles weg. Das ist gerade alles vollkommen in Ordnung. Und ich bin echt baff, wie das dieses Shampoo bei mir meistern konnte. Ich habe einmal mit dem Shampoo gewaschen, habe ich mir danach direkt die Haare geföhnt. Dieses Gefühl mochte ich gar nicht, aber ich mag auch frisch gewaschene, geföhnte Haare an mir überhaupt nicht, weil es einfach viel zu weich ist. Aber das ist so mein persönliches Empfinden, so dass ich meine weichen Haare halt nicht mag. Luftgetrocknet, ich habe eine Naturlocke, man sieht jetzt davon nichts, weil ich sie halt eben im Zopf habe und die halt auch grundsätzlich immer auskämme. Aber meine Locken mögen das Shampoo auch echt gerne. Also würde ich in der Hinsicht auch sagen, dass Mädels mit Locken das gerne auch mal ausprobieren können. Allerdings muss man halt gucken, wenn man eher schon so zu trockenen Haaren neigt, ist das Shampoo natürlich nichts, weil da eben auch Salz mit drin ist. Und ja, es eben
durch das auch ein bisschen austrocknen kann. Dieses Gefühl hatte ich auch so ein bisschen so von dem Haarfeeling her. Das ist auch Brokkolikernöl mit drin. Mein erstes Brokkolikernöl hatte ich sogar von Wolkenseifen. Die haben da auch so kleine Öle, die sie verkaufen. Und ich habe damit halt echt auch super Erfahrungen gemacht. Die Kombination ist einfach richtig klasse für die Kopfhaut. Probiert es vielleicht echt mal aus, wenn ihr eben auch so eine zickige Kopfhaut habt. Ob das Shampoo vielleicht nicht was für euch ist. Aber wie gesagt, da muss man sich ein bisschen reinfinden. Ich finde es nicht einfach. Und ja, es ist auch nicht wirklich sparsam. Also, wie gesagt, grob 2 Monate habe ich das jetzt benutzt. Aber durch das, dass ich halt 2-mal wasche, ganz am Anfang habe ich sogar damit 3-mal gewaschen, weil ich halt einfach das Gefühl hatte, dass die Haare halt nicht sauber sind, habe ich halt ein bisschen schneller das Shampoo verbraucht. Warum ich da immer nur eine Seite abbrauche, das hat einfach damit zu tun, das ist ein kleiner Trick vielleicht, auch durch das, wenn du immer nur die flache Seite auf deinem Kopf verteilst, wird dieses Teil immer dünner. Wenn du hergehst und das seitenweise halt einfach machst, ist dieses Stück, das dann hinterher übrig bleibt, wesentlich praktischer sozusagen. Probier es einfach mal aus. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!